Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tavernenmaster. Ich würde sagen, wir gehen mal aus dem Regen raus und starten meinen neuen Tag. Ah, gut, jetzt gewittert sogar. Perfekt. Gucken wir einmal in die Quests rein. Das kriegen wir doch vielleicht noch hin mit einem ganzen Tag nur Desserts. Dann machen wir keiner, 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 keiner. Walnuss, ne, das will ich alles nicht reintun. Gut, kommen heute auch weniger Gäste. Aber dann ist das heute mal ein Tag für die eine Quest. Gegen Diebe können wir uns nicht verteidigen. Fischsteak stellen wir jetzt nicht her. Durchschnitt könnte ein bisschen besser werden. Durch die ja, gezielte Nachspeisen, die jetzt serviert werden. Ein bisschen in der Forschung voran trotzdem. Kommen die Toiletten, danach kommt endlich die neue Etage und dann müssen wir auch mal hier ein bisschen aufholen, denn unbegrenzte Küchen scheint so das nächste Ziel zu sein, denn auf der Etage wird sich häufig beschwert, dass wir keine Küche haben, beziehungsweise wir können natürlich auch irgendwie sagen, dass die Küche dann noch mit für oben zuständig ist, aber eine Küche ist eigentlich schon relativ kompakt. Also wir machen jetzt, das Ziel ist ja hier noch die Vorratskammer hinzumachen, das Vorratslager. Und dann haben wir 7 Felder bei einer Küche. Und hier haben wir 8. Aber wir haben auch die To-Go ne, wir haben, Moment, wir haben 12. Also hier könnten wir auf jeden Fall nochmal deutlich kleiner werden. Ja, auch nochmal so ein Ziel meinerseits. Aber ich glaube, bevor ich das hier angehe, würde ich nochmal gucken wegen Keller und so. Da müssen wir ja auch noch einen Kellerabgang haben, dass wir hier die Tische nochmal ein bisschen enger anrichten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier unten bestimmt noch mal, ich sage jetzt einfach mal, 4 Tische reinkriegen. Sind zwar nur 16 Personen, aber wir haben ja eh immer so viel Platz, dass das theoretisch auch, oder wir haben eine so eine hohe Nachfrage, dass das auf jeden Fall auch angenommen werden dürfte. Aber ich mache jetzt mal schnell, weil ich finde das Gewitter schon sehr laut. Und dann einige Fässer sind leer, das soll natürlich nicht sein. Oh, da ist fast alles leer. Investieren wir da ruhig mal. Ist jemand unglücklich? Wenn ich auch unglücklich wäre und so schnell eine Gehaltserhöhung kriegen würde, wäre auch schön. Ja, so viel zum Thema Aufleveln. Obstschale nehmen wir auch jetzt raus. Hat auch 5 Sterne. Damit haben wir die Quest. 8 Punkte. Geil. Und wir haben jetzt bald einen Koch. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn wir den nirgends runterkriegen, weil dieses Fenster wird immer leuchten. Außer wir feuern ein, aber weiß ich nicht. Die machen ja auch ihre Erfahrung. Ja, das ist das, weswegen ich die Vorratskammer haben möchte. Dass ja, das dann halt nicht mehr kommt. Es stört jetzt nicht groß, aber ja, muss nicht sein. So, ich würde mal hier anfangen so ein bisschen. Ist das Truthahn? Ich glaube ja. Da schon mal was bekommen. Ich hätte, die Kokosnüsse brauchen wir. Kriegen wir gerade nicht, ist schade. Aber ja, was sollen wir machen? Dementsprechend hoffe ich mal, wir machen mittlerweile gutes Geld und ja gut, probieren wir's. Einige Fässer sind leer. Oh, ist auch gefühlt alles leer. Jetzt schon die Quest am kommenden Tag. Fülle Getränke auf. Jetzt, wo wir zweimal eine Bar aufgefüllt haben. Brauchen wir gerade eine Veranstaltung. 162 kommen so pro Tag. Das haben wir 52. Ja, genau, können wir gerade nicht machen. 58. Aber halt auch 400 normale Gäste. Davon kommen 300. Ja, so ganz dringend ist es nicht. Deswegen würde ich erstmal warten. Gerade die Forschung dauert auch noch 2 Tage. Wir könnten überlegen, wenn das dann einen Tag später geht, hier nochmal in Merlin. Ja, das ich glaube, den würde ich auch nochmal machen. Ja, das hat auch generell gutes Geld gebracht. Okay, wir gehen direkt den nächsten Tag rein. So, jetzt ist Ruhe. So, neue Quests. Personalzufriedenheit. Ja, da wollte ich heute eh mal reingucken mit euch. Ich beschwere mich ja sehr häufig darüber, dass irgendwie alles zu langsam geht und. Ich würde nämlich gerne unsere
Kellnerin mal upgraden. Und ihr müsst lachen. Und ich würde die jetzt auch mal dann leveln wollen. Ach, ich kann auch wieder runtergehen beim Gehalt, wenn ich mich verklickt habe. Wenn die Forschung nicht wäre, dann würden die alle auch ein Gehalt kriegen, was denen zusteht. Gerade da gewesen und direkt so viel Gehaltserhöhung. 5 Tage da und Adam kriegt direkt so viel Gehalt wie Forrest, der schon viel, viel eher angefangen hat und viel, viel mehr Erfahrung hat. So, fangen wir ruhig oben an. Etage 2. Ada, ja, die haben alle noch nicht ihre EXP erreicht. Ist denn irgendjemand nah dran? Also kann ich jetzt eigentlich Play drücken? Läuft das dann im Hintergrund auch? Ja. Aber Etage 0, hier zum Beispiel Maria. Kann jetzt mal leveln, weil wir haben gesehen, das könnte auch alles dauern. Trinkelt ist okay, die soll eh nur auf ihrer Etage arbeiten. Nicht tragend, tragend. Ich denke immer, Moment, wenn man hinläuft zum ersten Tisch. Ne, ich glaube, tragend dürfte mehr sein von den Punkten. Weil du läufst zum ersten Tisch, dann hast du das schon mal was drauf, bist tragend, auch wenn es nur ein Getränk ist. Und dann läufst du zum zweiten Tisch, zum dritten, aber du hast ja mal was. Ne, ich glaube, tragend sind mehr Läufe. Ich war gerade überlegen, ob ich es anpasse. So, dann kann Maria nämlich jetzt weiter leveln. Hier Tamara, einer unserer ersten Leute und unserer ersten Mitarbeitenden. Ist natürlich jetzt nur Level 6. Und wenn wir jetzt neu einstellen, ist das Level 8. Also das habe ich eigentlich zu lange vergeigt. Die kriegt auch bei Tragen das dahin. Auch hier können Treppensteigen brauchen wir nicht. Trinkgeld. Geld machen wir genug. Ich will einfach, dass die Leute glücklich sind. Also hier, das hätte ich schon eher machen müssen. Deswegen wollte ich das jetzt mal angehen, dass wir unsere Mitarbeiter leveln. Und tragend finde ich gerade irgendwie persönlich am besten. Wie viel haben wir denn unten? Also die Köche könnten auch besser werden, ne? Leveln glaube ich mal alle. Achso, das ist dann nur Geld. Er hat die Geschwindigkeit schon voll. Was sollst du denn machen? Nachspeisen auf 2. Dann so. Du bist auch eigentlich hier. Eigentlich braucht er auch keine Gehaltserhöhung. Er bräuchte eine. Ja, komm ran. Ne, ein bisschen sparen wir noch. Wir geben ja gerade genug Geld aus für mehr Gehalt. Das werden wir auch merken. 7 pro hier mal eben Level up. Da wird einiges dazu kommen pro Tag. Steigen, nein. Tragen sehr, sehr wenig. Dann sind hier alle Level up. Okay, jetzt ist das nur der eine Randul, der auf Level up wartet. Ja komm, dann haben wir sie alle fertig. Du machst Nachspeisen. Kriegen wir jetzt auch einen Taler mehr durch. So, achso, das wird der Koch sein. Da haben wir das. So, was wollen wir denn jetzt noch haben? Was brauchen wir? Erdbeeren sind deutlich runtergegangen. Dann kommt die Kirschtorte auch raus. Erdbeeren brauchen wir aber noch. Das muss noch häufig gegessen werden. Also theoretisch Erdbeeren. Und ja, theoretisch auch nochmal Fisch. Walnüsse. Hier kommen goldene. Dann machen wir lieber das anstatt das. Das heißt, ne, eigentlich sehe ich uns Fisch und Erdbeeren. Oh, und einige Fässer sind leer. Machen wir mal ruhig 20 nur. Weil hier machen wir auch die neue Bar. Weil auch hier fehlt jetzt wieder irgendwas. So, dann hält das noch für heute. So, dann muss das ja eigentlich jetzt auch runter. Zack. Und jetzt sind es noch 2, die bestellt werden. Abenteurer. 160 und 50. Nehmen wir mal ruhig die besten. 92% finde ich okay. Aber und dann haben wir hier 100%. Zutaten. Schweretage 1? Ach, jetzt die andere Kiste.
Okay, die Abenteurer sind weg. Da bin ich froh drüber. War jetzt hier noch was? Veranstaltung, Personal, Diebe, Fischdeck. Nee. Achso, Moment. Serviere die Desserts an einem Tag. Wir können wieder mehr Sachen auf die Karte tun. Hier haben wir noch das Fischsteak, Steak. Alle Suppen. Walnuss nicht, Käse. Wildsame voll. Also das geht echt gut mittlerweile. Gut, wir haben auch 3,19 Sterne. Truthahn fehlt uns noch. Ich finde schon wieder was. Was essen die denn hier oben so viel? Ich will gerade nicht zu viel ausgeben, weil wenn wir jetzt hier die Bar erneuern, plus 1000 für den Vorratsschrank, dann werden wir nicht, oder fehlt uns jetzt schon das Geld, dass wir alle Fässer kaufen mit all den verschiedensten Getränken. Aber die sind alle beschäftigt. Klar, wenn da halt wenig drauf ist, dann werden komischerweise mal nur zwei Getränke geholt. Ich weiß nicht, wie die sich absprechen, dass einer zwei holt, wenn da nur so viel ist. Auch jetzt einer, zack. Da 5, 1. Die nächste 3. Also irgendwie. Ich könnte auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass die da alle so nach bestimmten Bereichen gegliedert sind. Haben wir dann 23 Uhr. Oder nur 8. Ein Stück oder so. Muss reichen. Muss reichen. Die Veranstaltung kam jetzt aber erst übermorgen, oder? Ne, morgen. Im Met. Die. Ja, Moment, das ist der 5., den wir jetzt hatten. Veranstaltung ist am 6. Dann würde ich doch Met nochmal auffüllen. Dann würde ich jetzt. Dann können wir uns nämlich alles danach leisten. Dann machen wir jetzt nochmal schnell die Veranstaltung. Oh, jetzt haben wir 2 Diebe ab jetzt. Was klauen die uns? 2 Fässer direkt. Das ist nicht gut. Moment, was fehlt denn? Jetzt fehlt mir auch das Geld dafür. Wir haben unten kein Met. Das ist schlecht. Warte mal, Wein, Bier ist auch weg, oder? Bier und Met, die beiden Sachen klauen die. Das ist jetzt gerade Worst Case. Kriegen wir hier irgendwas für ein bisschen Geld? Wenn die eine Forschung. Schade. Verteidige ich gegen die Diebe. Haben wir verloren. Wir müssen jetzt auf der anderen Etage ein bisschen Geld verdienen, dass wir uns dieses Fass leisten können mit Met. Oder es müssen schnell alle Gäste kommen, dass wir den Bonus kriegen. So ist gerade hier unten ungeil. So, jetzt haben wir schon mal das Fass. Dann kann er zumindest vielleicht schon mal anfangen zu zapfen. Ja, weiß ich, dass ich nicht genügend Geld habe. Komm, kommt einfach rein, liebe Gäste. So, jetzt haben wir 45. Das sollte erstmal ein bisschen reichen. So, da sind die 9000. Die brauchen wir auch. Okay. Was habe ich gesagt? Bier fehlt noch. Na komm, füllen wir ganz auf. Das ist okay vom Preis. Das heißt, wir müssen aber jetzt anheuern Wächter. Oder habe ich jetzt noch einen Wächter? Wächter Hugo. Hohe Bedrohung 0%. Ich denke mal, hohe Bedrohung sind 3. Mittlere Bedrohung sind dann 2 Leute. So, Hugo macht das jetzt. Das habe ich jetzt mal einfach gemacht. Für 100 Dollar, der ist jetzt voll ausgestattet und sichert uns jetzt für immer. Hätten wir das jetzt vorher schon benutzt? Hugo ist Etage 0. Ja, müsste ja reichen, oder? Kommen ja nur von außen. Nicht, dass die irgendwann ab durch ein Fenster oder so kommen. Okay, wir haben einiges an Geld. Das brauchen wir ja auch gerade. Toiletten läuft. Das wird sogar heute fertig. Perfekt.
Dann machen wir gleich oben die Bar fertig. Noch, dann ziehen wir jetzt nochmal hier den Tag durch. Beziehungsweise, was ist das? Ach, nee. Oh, mal vorkommen. Ging ja noch ein bisschen Geld heute. Hier machen wir jetzt 50. Ich habe nämlich gesehen, hier oben werden wir nämlich auch nochmal ein bisschen was brauchen. Der Tag ist ja noch jung. Oder machen wir jetzt einfach Pause, wenn irgendjemand was braucht auf der Etage da unten. Also vielleicht werde ich der Vorratskammer jetzt noch nicht die Prio geben, sondern erstmal wieder der Bar. Das ist jetzt echt schon wieder 20 Mal da raus. Aber dann jetzt bitte auch verkaufen für 14 Taler. Aber ja, hier sind echt einige, die haben nichts. Zum Beispiel, hier ist auch nur das Essen und nichts zu trinken. Aber wenn wir so am Ende bei 9000 noch rauskommen, jetzt in 6 Stunden, wäre das, glaube ich, ganz gut. Ja, da stehen auch schon wieder echt viele Getränke. Und nochmal 30. Ja, mittlerweile würde ich auch sagen, 8,5 ist okay. Ja gut, die Wege sind natürlich lang für die Kellnerin, wenn ich mir das so angucke. Na wirklich hier, sie hat glaube ich 5 Sachen dann gehabt. Hier ein, da ein, da ein, da ein. Also das zieht sich schon. Aber wir sind oben alles weg. Wir haben oben alles wegbekommen. Da ist auch nichts mehr auf dem Tresen und da auch nicht. Scheint gut hingehauen zu haben. Es gibt keine Toilette für Gäste. Jetzt ist natürlich das noch. Kommen. Jede gute Taverne sollte Toiletten haben. Kunden nutzen sie gelegentlich. Falls sie zu lange warten müssen, weil es zu wenige Toiletten gibt, werden sie verärgert gehen. Baue einen leeren Raum. Kaufe Toilettenkabinen, kaufe Waschbecken. Deine Gäste erledigen den Rest. Ja. Geil. Moment, es gehen noch ein paar Leute raus. Wir könnten... Wir haben rote Gäste gerade. Mal kurz noch bei den Hotelmöbeln rein. Noch was? Ne, sind alle raus. Okay. Dann neue Etage. Ach, da waren sind noch immer noch welche gekommen. Liebige Forschung und nochmal ein bisschen Geld. Geil. Gut, in dieser Folge kam jetzt echt einiges bis jetzt. Toiletten. Ja, vielleicht hier hinter. Ich weiß nicht, wie groß das dann jetzt wird. Ich würde sagen, wir gucken mal. Ja, das kann er natürlich nicht hin. Ich weiß nicht, ob du da stehen kannst, willst, darfst jetzt. Overall. Dekoration. Ne, Spezial. Wir wollen. Bar. Moment, wie weit sind wir denn dann drüben? Könnte ich mir auch vorstellen, muss ich zugeben. Also ich weiß, am Überlegen, das vielleicht wegzutun. Aber wenn wir wirklich hier ganz drüben sind, könnte man hier vielleicht die Toilette hinmachen. Oder vielleicht hier zweimal. Ich weiß gerade, ich habe es gerade weggeklickt. Ich weiß nicht mehr, wie groß das da eingezeichnet war. Wir brauchen dich mal kurz. So, dann einmal weg. Kurz die Pflanzen hier. Also da könnte man dann nochmal gucken, wie man es macht. Schade, das wäre geil, wenn die hier drauf gehen würden. So als kleine Abgrenzung zur Bar hin. Du gehst hier rüber. Hier geht hier vorne hin, bitte. Hoffe ich mal, dass ich hier auch noch die Punkte setzen kann. Nee. Okay, dann geht das schon mal nicht. So, Wasser, Bier, Demo, Wein, Ale, Milch, Apfelwein, Met. Alles auf für ein 1,9. Perfekt. Dann.
Was ist das jetzt? Ach, einfach drehen, okay. Eigentlich brauchen wir dich nicht mehr, finde ich gerade. 140. Ah, das war jetzt natürlich nicht viel. Können wir das noch irgendwo hinhängen? Oben oder so? Ne, da ist auch schon eins. Unten wird eh nochmal verändert. Passt da gerade. Ja, da geht es zumindest gerade hin. Das Bild. Hier war ich eher am Überlegen, ob da ein Fenster hin soll. Aber das Bild tut's. Finde ich besser. So, und jetzt ist die Frage, wie groß sind die Toiletten? Wo ist denn das wohl drunter? Spezial? Dekoration kann das ja nicht sein. Sitzwitze, Spezialküche, Spiele? Küche, Betten, Teilerschränke? Wo ist denn das wohl drunter? Was haben wir gesagt? Die brauchen Waschbecken und eine Toilette. Das heißt, ich suche jetzt zwei Sachen. Dann ist das doch bei Spezial irgendwo. Das ist ein ganzes Feuer. Was ist das hier? Das ist die Brauerei. Das sind Brauereisachen. Da sind die Toiletten. Eins, zwei, drei Toiletten kriegen wir da rein. Oder zwei Toiletten und zwei Waschbecken. Könnte man versuchen. Wie teuer sind die denn? 500, 800? Ja, das geht auch vom Geld. Nicht die. Ne, kann ich nicht nehmen, das Fenster. Kann ich das denn bearbeiten, dass es wegkommt? Ja, kostet auch nichts. Dann. Ja, machen wir hier mal einen geschlossenen Raum hin. Achso, jetzt habe ich natürlich, dass sie da auch lang gehen können. Sonst wird es doof. Was meckern die? Es ist nicht möglich. Moment, weil keine Türen vorne sind? Achso, weil keine. Offenbar, hier geht jetzt eine Tür hin. Okay, perfekt. Haben wir noch ein Licht auf Lager? So, ich hoffe mal, das hier fängt nicht an zu brennen. Und apropos brennen. Ach, wir haben ein gutes Wachs, perfekt. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wo stellen wir jetzt die Personen hin? Ich stelle den mal hier in die Ecke und ihr. Das ist echt nicht gerade. Doch. Machen wir das jetzt offen oder lassen wir das zu, die Vorratskammer? So ein bisschen Licht durchgeht, finde ich eigentlich schöner, als wenn es so ist. Deshalb machen wir das so. Das kommt weg. Und wir gehen wieder bei Spezial hin. Könnte eigentlich meiner Meinung nach auch unter Küche sein. Aber gut. Ist jetzt wirklich wie so eine Vorratskammer da in der Ecke. Haben wir nicht noch bei Küche irgendwie oder Deko gekauft, die wir nicht hinhängen konnten? Ne, ist alles weg. Weil es jetzt hier offen sein müsste, weiß ich nicht. Oh. Mal deine Ecke. Vielleicht kann man auch irgendwann ja mal hier die Toilette größer machen. Und dann kann man vier Kabinen machen mit zwei Waschbecken. Schade, dass die Folge jetzt schon rum ist. Denn ich hätte gerne gesehen, wie die Leute die Toilette benutzen. Kriege ich das hier noch? Dann machen wir das so. Ich weiß gerade nicht, wo ich sie hinstellen soll, deswegen gucke ich, dass ich so ein bisschen Deko wieder hier unterbringe. Achso, jetzt haben wir hier natürlich auch noch nicht so gut aus. So, dann kommt man hier lang. Da ist die Bar, da sind die Thekenkräfte. Die stehen auch da, ist okay. Hier so ein bisschen abgeschottet zur Toilette, zwei WCs, natürlich jetzt für ja 400, 550 Gäste, zwei Toiletten. Wüsste jetzt schon, dass das in Deutschland so bestimmt nicht möglich ist,
und auf jeden Fall auch nicht ausreichend ist. Ich weiß nicht, ob es da eine Formel gibt für, dass man sagt, pro 25 Gäste in der Toilette, ich weiß es nicht, gerade wenn man Bier trinkt. Jeder kennt, oder ihr kennt das vielleicht, muss ja auch schnell wieder raus irgendwann. Aber ja gut, ich wüsste gerade nicht, wo wir anders Toiletten hinstellen sollen. Und jetzt haben wir immerhin die Meldung da weg. Gut, hier könnte man irgendwo was machen. Aber gut, ne, wir müssen Richtung neue Etage gehen. Da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Geld ist jetzt nicht mehr viel da. Forschung ist aktiviert. Wir brauchen allerdings gelbe, goldene Menschen dafür. Und wir haben immer noch nicht die Walnüsse und immer noch nicht... Das hier, das sind 100... Ach, das sind... Moment, wir haben hier aber 180. War nur 3,6. Okay, das entscheiden wir am Donnerstag. Gut, vieles geschafft, vieles gemacht, lange Folge. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, ich bin mal gespannt, ob die Toiletten ausreichen. Aber das wird einfach die nächste Folge zeigen, wenn wir dann auch die Zeit haben, darauf zu achten. Ich bin mal gespannt. Zwei Toiletten bei 3 Etagen. Mal abwarten. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.